Was zum Teufel ist denn hier passiert? Scheinbar sind die Berliner in einen Farbtopf gefallen, denn sie präsentieren mit dem neuen Gaming-Headset Solar eine komplett neue und farbenfrohe Optik. Aber als ob das noch nicht genug wäre, kann man die Teile auch noch farblich tunen, damit sie zum eigenen Setup passen. Was das Solar zum Kurs von 130 Euro drauf hat, das hören wir uns jetzt an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und das hier ist das neue Teufel Solar, welches gerade vor ein paar Tagen auf den Markt gekommen ist. Ein kabelgebundenes Over-Ear-Gaming-Headset, das es von der Grundfarbe in einer dunkelgrauen und in einer hellgrauen Version gibt. Jetzt geht der Spaß aber erst so richtig los. Jede Grundfarbe kann mit verschiedenen Farben kombiniert werden. Die Farbkleckse bestehen dabei aus Ohrpolstern, Covern für die Außenseite der Hörmuscheln und einem Mikrofonschutz. Teufel bietet auf der Website bereits beim Kauf 6 Farbkombinationen an. Die bestehen aus Coral Red, Golden Shower, Golden Amber, Grape and Aqua, Teal and Lime sowie Dunkelgrau und Hellgrau. Golden Amber. Mann, da hat ein Teufel-Mitarbeiter aber echt Vollgas bei den Namen gegeben. Bei diesen 6 Farbkombinationen aus dem Shop muss es aber nicht bleiben, denn Teufel verkauft die Ohrpolster und die Cover als Paare auch jeweils einzeln. Man kann also auch eigene Farbkombis erstellen und ganz wild mischen, wenn man Bock drauf hat. Ganz billig ist das mit 25 Euro für das Paar Ohrpolster und 20 Euro für das Coverpaar aber nicht. Mit dem Preis für die Ohrpolster könnte ich noch leben, denn die sind wirklich hochwertig und mit sehr weichem Stoffbezug, was auch beim Tragekomfort punktet, aber dazu gleich noch mehr. Das ist nicht nur für verschiedene Farben sinnvoll, sondern auch wenn die Ohrpolster mal hinüber sind. Mit im Set ist auch immer der farblich passende Mikrofonschutz. Was mir aber auf jeden Fall zu teuer ist, sind die Cover. 20 Euro für 2 so kleine Kunststoffschalen. Ich meine ja, sie sind farblich eingefärbt und sehen auch cool aus, aber nein. Einfach nein. Einen Zehner hätte es da auch getan. Das Coole an den Solars ist aber die enorme Flexibilität. Wer einen auffälligen Look will, kann das mit knalligen Farben machen. Wer eher dezent unterwegs ist, greift zu den Grautönen und hält sich somit vornehm zurück. Abseits von dem ganzen Farbgedöns gefällt mir aber auch die Qualität der Solas sehr gut. Der Kopfbügel ist komplett durchgepolstert und ebenfalls mit Stoff bezogen. Teufel hat da so kleine Unterbrechungen eingearbeitet, damit der Stoff auch beim Weiten des Bügels etwas Spiel hat. Gefällt mir aber auch optisch richtig gut. Aufgehangen sind die Ohrmuscheln an Metallträgern. Die können zur Größenvorstellung herausgezogen werden. Das gibt dem Headset Stabilität und fühlt sich zudem auch sehr hochwertig an. Der Rest besteht aus Kunststoff mit matt gehaltener Oberfläche. Angeschlossen wird das Solar entweder direkt per Klinke oder per USB-Soundkarte. Die liegt im Lieferumfang dabei und macht eine 7.1-Umwandlung mittels DTS Headphones X2.0 möglich. Muss man natürlich nicht nutzen, sondern kann auch im Stereo-Modus abgehen. Damit ist das Solar ebenfalls beim Endgerät sehr flexibel, egal ob da ein fetter Gaming-PC steht, ihr Team PlayStation seid oder doch eher Team Xbox, auf einer Switch daddelt oder über das Smartphone und Tablet zockt. Das Kabel verfügt dabei über eine integrierte Fernbedienung für Lautstärke und Mikrofonstummschaltung. Es ist vom Prinzip austauschbar und wird mit einem Bajonettverschluss am Kopfhörer gesichert. Für klanglichen Vortrieb sorgen dabei 40 mm Linear HD-Treiber, die im Frequenzgang von 10 Hz bis 20 kHz spielen und dabei den typischen Teufelbass in den Gehörgang schieben. Durch einen längeren Hub sollen diese Treiber auch bei hohen Lautstärken maximal abliefern und Himmel, ja, das tun sie. Sobald das Solar per USB verbunden ist, kann mit Teufels Software dann noch einiges eingestellt werden und die sieht mal richtig schick und sehr modern aus. Man kann hier seinen Kopfhörer in der gewünschten Farbe darstellen lassen und dann geht das Gefummel los. 10-Band-EQ zur individuellen Klanganpassung mittels Presets oder auch komplett eigener Abstimmung. Feier ich, da man beim Zocken und zur Gegnerordnung einfach andere Klangsettings braucht, als wenn man Musik hört. Aber auch so ein Spielkram wie Stimmenverzerrung namens Magic Voice kann man hier einstellen, dann klingt man wahlweise wie zum Beispiel eine Ente. Wer wollte im Teamchat nicht immer schon eine Ente sein? Ansonsten findet man sich hier schnell zurecht und kann zum Beispiel beim Mikro auch ein Monitoring einstellen, sodass Umgebungsgeräusche leicht eingespielt werden, damit man nicht wie ein Blöder gegen die passive Abschirmung der Kopfhörer anschreit. Ist Geschmackssache, ich find's aber gerade im Teamchat ziemlich nice. Und das ist auch die perfekte Überleitung zum Mikrofon. So klingt es, wenn ihr mit dem Solar im Sprachchat unterwegs seid. Das Mikrofon ist an einem beweglichen Arm angebracht, der wiederum im Headset eingesteckt werden kann. Man kann die Solars aber auch ohne Mic als reinen Kopfhörer nutzen und das passt wirklich perfekt zu dieser unglaublichen Flexibilität, die dieses Headset bietet. Und ebenfalls bietet das Solar einen hervorragenden Tragekomfort. Ich persönlich bin ein großer Fan des Stoffbezugs an den Ohrpolstern, da meine Ohren dadurch deutlich weniger warm werden. Auch nach längerer Tragezeit passt hier alles ohne jegliche Druckstellen, das ist wirklich angenehm.
Klanglich ist das Sola, genau wie die neue Optik, ziemlich erfrischend und schafft für ein Headset einen tollen klanglichen Spagat zwischen Gaming und Musik. Man bekommt hier zudem eine gute Gegnerortung und kann intensiv ins Spielgeschehen abtauchen. Viele hörbare Details und eine sehr weiträumige Darstellung überzeugen ebenso wie der Tiefgang. Bässe haben ordentlich Kraft, verfallen aber nicht in ein übertriebenes Wummern. Well done, Teufel. Fazit: Man bekommt mit dem Sola für 129 Euro ein Gaming-Headset, das in vielen Bereichen absolut überzeugen kann. Die Farbanpassung ist eine mega coole Idee und die wichtigsten Sachen sind austauschbar. Die 7.1 Klangerweiterung ist ein nettes Feature, wenn man auf sowas Bock hat. In Shootern finde ich es allerdings etwas zu verfälschend, da würde ich Stereo bevorzugen. In Forza aber schafft es zum Beispiel eine coole Räumlichkeit. Links packe ich euch in die Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab. Wie hat euch das neue Sola gefallen? Haut mir eure Meinung in die Kommis. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!